Dort, wo nach 1990 westlich von Luckenwalde ein Gewerbegebiet entstanden ist, hatte die deutsche Wehrmacht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 das Kriegsgefangenenlager Stalag 3a für 10.000 gefangen genommene Soldaten der Armeen errichtet, mit denen das Deutsche Reich im Krieg lag. Insgesamt wurde das Lager für 200.000 Militärangehörige aus 10 Staaten zur dauerhaften Unterbringung oder als Durchgangslager genutzt. Von 1945 bis 1994 nutzte die Rote Armee bzw. die russische Armee das Gelände als Kaserne. Circa 5.000 Gefangene überlebten das Lager nicht. Für sie wurde der lagereigene Friedhof eingerichtet, der heute den Status einer Kriegsgräberstätte hat. Außerdem wurden nach Kriegsende hier auch verstorbene deutsche Flüchtlinge und Umsiedler beigesetzt. Neben dem Eingang legte die Stadt Luckenwalde einen Ehrenhain mit Gedenktafel und 4 Stahlstelen ein, auf denen hunderte Namen der hier beigesetzten Soldaten aufgeführt sind. Das 1963 errichtete Gedenkkreuz für die französischen Gefangenen. Frankreich ließ seine Toten bereits kurz nach Kriegsende auf andere Friedhöfe umbetten. Das östliche Gräberfeld für die italienischen Toten ist heute leer. 1992 ließ der italienische Staat 215 hier Bestattete exhumieren und nach Italien überführen. Das im Juni 1945 errichtete Denkmal blieb zur Erinnerung aber stehen. Auf diesem Friedhofsteil wurden nach Kriegsende auch verstorbene deutsche Umsiedler und Kriegsflüchtlinge beigesetzt. Thank you.
die Abteilung für Angehörige der königlich-jugoslawischen Streitkräfte. Der genaue Standort des polnischen Grabfelds ist nicht bekannt, befindet sich aber vermutlich nördlich der jugoslawischen Abteilung. Auf dem gesamten westlichen Teil des Friedhofs befinden sich die 71 Massengräber für die vermutlich über 3000 sowjetischen Kriegsgefangenen. Später wurden die Massengräber zu 38 Grabfeldern umgestaltet. Einige sowjetische Gräber wurden 1945 durch eine Fliegerbombe zerstört. Am südlichen Rand der sowjetischen Abteilung erinnert ein kleines Denkmal mit russischer Inschrift an die Toten. 1994 wurde eine Granittafel aufgestellt, auf der bisher 30 Namen von sowjetischen Soldaten vermerkt sind, deren Tod in Luckenwalde nachgewiesen ist.